Einen wunderschönen guten Tag, Lieben. Hier spricht wieder euer Chris vom Team Trading Welt und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier heute zum nächsten Video. Und was auch immer jetzt hier gerade los ist, aber es ist gerade ein Riesensprung gewesen im GBP-USD. Wir haben es gerade gesehen, das war vorher bei minus 50 Dollar. Was ist denn da los? GBP-USD, wo ist er? Den muss ich mal aufmachen. Ich bin blind, da bin ich doch drin. Der geht gerade ab wie Schmidts Katze. Bei wie viel sind wir? Ey, guckt euch das an, Leute. Was ist denn hier los? Ich nehme die Trades jetzt kurz mit. Ich habe damit null gerechnet gerade. Überhaupt nicht. Aber den Gewinn nehme ich jetzt sofort mit. Den werde ich realisieren. Den lasse ich mir doch nicht mehr durch die Lappen gehen. Da wäre ich ja selten dämlich. Also eigentlich wollte ich gerade ein ganz normales Video machen, hier anmoderieren, euch zeigen, was für ein Trade ich hier heute abgesetzt habe im GBP-USD und den dann ganz gemütlich mit euch besprechen. Damit habe ich nicht gerechnet. Mein Blutdruck ist gerade in was weiß ich wohin geklettert. Wow, also das ist krass. Das war richtig, richtig gut jetzt. Das kann man nicht anders sagen. Hätte ich ihn ja fast noch lieber länger liegen lassen sollen. 17 Uhr, zahlen oder spricht Draghi wieder? Wir wissen es nicht. Aber Wahnsinn, schaut euch das an. Und jetzt kann ich schon wieder fast weinen, dass ich da jetzt schon vorzeitig rausgegangen bin. Aber was soll's, ich habe heute noch ganz viele sehr, sehr geile Sachen mit euch vor und deshalb bleibt auf jeden Fall jetzt trotzdem dran. Wir besprechen den Trade jetzt hier kurz, GBP-USD. Ich habe meine Position hier, ein, zwei Stunden habe ich die eröffnet. Und zwar hier unten am 23.06er. Diese Bewegung jetzt, die gab es zu dem Zeitpunkt natürlich noch gar nicht, sondern nur diese kleine Korrektur hier bis zum 23.06er Retracement. Und hier haben sich ganz, ganz viele Indikatoren verbündet, will ich mal sagen. Also, Grundlage für das Ganze war mal wieder das Blue Power V3 Template. Das sehen wir hier, das ist das Handelssystem, mit dem wir hier handeln. Und das wohl ziemlich erfolgreich. Das Paradebeispiel habt ihr wohl gerade gesehen. Zu dem Kaufzeitpunkt, als ich hier eingestiegen bin, da kam der Kurs also kurz zurück. Wir befinden uns in meinem stabilen Aufwärtstrend. Korrigierte bis zum 23.06er Retracement und dann ist der hier unten auch an die EMA 50 wieder rangelaufen. Gleichzeitig waren wir aber auch, zumindest bei der Stochastik im schön unterkauften Bereich, wir können das hier nochmal besser sehen, da sehen wir es wunderbar, Stochastik war sehr weit unten, RSI eigentlich auch, aber der berechnet halt nach und dementsprechend sieht das hier anders aus. Was für eine gewaltige Entwicklung. Ah, da hätte ich noch mehr mitnehmen können. Wie viel habe ich denn jetzt eingetütet eigentlich? Aber 48.000 Dollar, da habe ich noch gar nicht drauf geguckt. Mein lieber Herr Scholli, also das ist ja Wahnsinn. Oh, krass. So, und wie habe ich es gemacht? Ja, wie gesagt, da kam halt die Korrektur hier im Aufwärtstrend an das 23.06er Retracement und die EMA 50 und dann ist der hier wunderbar abgeprallt und anschließend nach oben gelaufen. RSI und Stochastik im unterkauften Bereich. Die Blue Power Signals hatten zum Kaufzeitpunkt nicht alle nach oben gezeigt, aber H4 und D1. Und das ist immer ganz wichtig, dass wir da quasi dann beide irgendwie auf einer Seite haben. Und zwar, dass die Blue Power Signals nach oben zeigen und aber auch der blaue Trendkanal, der in dem Timeframe, in dem wir die Chartanalyse machen, das war jetzt hier in dem Fall ein 30-Minuten Timeframe bei mir, der muss auch nach oben zeigen, der blaue Trendkanal. Und wenn wir diese Verbindung haben, dann ist das schon mal extrem viel wert. Und das war hier gegeben, GBP-USD, ein absoluter Raketentrade und ein genialer Wochenauftakt. Und ich habe jetzt auf jeden Fall noch was Cooles für euch vorbereitet. Und da schauen wir mal auf unsere Webseite, da haben wir heute eine Trading-Checkliste für euch hinterlegt und die könnt ihr euch vollkommen kostenlos runterladen. Den Link dazu packe ich euch einfach in die Videobeschreibung und da gehen wir einfach nochmal die 8 wesentlichen Kriterien, nachdem wir hier unsere Trades letztendlich eröffnen, genau durch. Und ich empfehle jedoch, und das ganz klar, bevor ihr diese Checkliste nutzen könnt, müsst ihr unseren Intensivlehrgang besucht haben. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch kostenlos sichern, unser ultimatives Einsteigerpaket, und dann könnt ihr den Intensivlehrgang Diagnose 2.0 mitmachen und da werdet ihr dann wirklich sämtliche
ja, Basics einfach nochmal lernen. Hier, so sieht die Checkliste dann auch aus. Und die könnt ihr euch dann einfach ausdrucken und ja, einfach immer im Trading neben eurem PC liegen haben. Und dann guckt ihr, hab ich mich in dem jeweiligen Trade an die Kriterien gehalten? Und damit könnt ihr auch wunderbar, ist auch gleichzeitig eine Disziplinübung, also wirklich eine Disziplinübung, dass ihr hier euer Trading einfach nachhaltig verbessern könnt. Und ich garantiere euch, wenn ihr diese 8 Punkte der Checkliste beherzigt, dann werdet ihr zwangsläufig mehr Trades in den Gewinn bringen. Und ja, dieses kurze, aber nervenaufreibende Video, ihr wart live dabei, wie der Kurs hier durch die Decke geschossen ist und ich wirklich einen sensationellen Gewinn jetzt hier einfahren konnte. Also ich bin wirklich ja, schierauf begeistert. Von daher, ja, die Woche kann beginnen. Okay, ich wünsche euch viel Spaß mit der Checkliste. Wie gesagt, holt euch den Intensivlehrgang, damit ihr da einfach die Grundausbildung habt. Und das Ganze gibt es natürlich kostenlos, wie immer. Und das könnt ihr euch alles in der Videobeschreibung angucken. Hinterlasst dem Video bitte einen Daumen nach oben. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal für das sensationelle Feedback vom letzten Video. Das hat mich wahnsinnig gefreut und da könnt ihr gerne dran anknüpfen. Und ja, wenn euch der Content gefällt, den wir euch hier liefern, dann bewertet das doch einfach mit einem Daumen hoch, wie ihr es bisher auch immer gemacht habt. Bin ich sehr dankbar drüber und in diesem Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ganz viel Spaß bis zum nächsten Video. Euer Chris vom Team Trading Welt.